Eck? Ach, Bunker. Ich brauche Depots. Depots. Danach baust du mir noch ein. Darf sonst noch was sein? Und zwar dahin. Du baust mir dann auch einen. Kapiert. Und zwar dahin. Und dann noch einen. Und zwar dahin. Hier ist der Boss. Dann habe ich wieder vier Depots. WWF geht dahin und hilft mit dem Typen Sachen reparieren. Cobra, du gehst dahin und wirst dann gleich zu Trupp 2 befördert. Nächster Zug. Ach, da steht nächster Zug. Ach so. Was muss getötet werden? Was liegt an mich hier? Oh. Kam auf einmal ein Trupp an. So, da bin ich wieder. Ja. Wieder ein bisschen unterbrochen worden. Ein bisschen aber nur. So, wir bauen noch ein paar Cobras hier. Noch ein paar. Noch drei Stück kommen, das ist sehr gut. Was nicht passt, wird passend gemacht. Versorgungsdepot ist alles okay. Da könnt ihr weiter Mechanien abbauen. Denke ich mal. Was muss getötet werden? Nichts. Erstmal. So. Ah, okay. Dann kommt der da. Ding. Ach. Das ist eigentlich keine Bedrohung. Ach, jetzt habe ich alles. Ach, scheiße. Jetzt habe ich alles auf diese. Narg. Narg. Narg, Narg. Zwei Stück. Kommen dann noch zu Truppe 2. Das ist Truppe 1. Und das ist Truppe 3. Hä? Was war das denn? So. Das war einfach. Okay, das ist die Mission ist auch nicht so schwer, merke ich gerade. Also, eigentlich könnte ich auch mal versuchen, die Basis einzunehmen. Nee. Nee, doch nicht. Das wäre ein bisschen blamabel für die. Aber noch ein bisschen. Oh, hä? Was ist das? Sir, ich orte Jagdtrupps der Liga, bestehend aus einer großen Anzahl Marodeure, die die Schienen patrouillieren. Marodeure? Ich werde ihren Standort mit einem roten Warnsymbol markieren. Es wäre aber am besten, sie zu umgehen. Aha. Es schmeckt nach Sieg. Marodeure. Soll ich? Ja, komm, ich mach's. Das war's. Hat mir ein paar Einheiten gekostet. Nicht genug, um Gottes Willen. Das waren drei Stück. Oder mehr. Was muss getötet 29. Werden? Ja, eine Einheit hat's mich gekostet. Eine. Oder zwei. Ach ja. Nicht viele. Was? Ja, verstehe ich schon. Aber meine Truppe 2 hat drei Einheiten verloren. Naja, jetzt kommen wieder zwei. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Truppe 2. Die Liga hat irgendwie die Geschwindigkeit ihrer Züge erhöht. Ihr werdet Cobras brauchen, um sie abzufangen. Ich hab genug Cobras.
brauchen wir noch eins. Eins. Ich sagte zwei. Zwei, zwei, komm, 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 ich sag so lang komm, bis er kommt. Komm, 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 komm. Okay, die Geschwindigkeit hat sich jetzt, glaube ich, nicht wirklich gelohnt. Ja, das war die, also, boah, wie schnell die auf einmal waren, das... Boah, unglaublich. Aber wo sind noch Knochenfragmente? Ich könnte mal einen so einen Cobra schicken. Nach da hinten. Wird dann hier dieses Teil dann holen. Ach! Okay. Oder fertig gemacht. Da ist noch ein Bunker. Ach, die Züge kommen meistens gar nicht so weit. So, da ist noch ein Knochenbau. Moment. Das werde ich natürlich weitestgehend umgehen. Was für eine Reichweite haben die? Ach du Scheiße, okay. Tschüss, opfer dich! Armer, und da kommt schon der nächste. Mhm. Finde ich auch. Oh, jetzt kann ich 5 bauen. Das ist natürlich schön. 5 Stück kommen jetzt noch. Ich glaube, da brauche ich noch ein Versorgungsdepot. Wow, wow, wow! Ach, kein Bunker. Versorgungsdepot. Ja, ja. Danach brauchst du mir noch ein Versorgungsdepot. Ach, da kommt. Ich glaub's ja nicht. Warte da. Was ist das die ganze Zeit, verdammt? Was liegt an? Basis gefunden. Auch nicht schlecht. Jetzt habe ich einfach mal die Basis angeguckt. 29 habe ich hier. Ach du Scheiße. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Ist, dann weiß ich auch nicht. Naja. Nicht genug, fordernd ist das hier gerade nicht. Ich glaube, ich sollte echt mal auf schwer stellen. So, wenn ich wieder ein bisschen die Basis der Liga einfach mal zerstören. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Die einfach haben. So. Basis Schrott.
Das war's schon. Was muss getötet werden? Das war's schon. Das könnte ich, ach, nee. Das ist unfair. Ja, das ist unfair. Holt mich hier raus. Ich bleib bei meiner Strategie, so viele Cobras zu bauen, wie es nur geht. Ein Zug kommt aus dem westlichen Tunnel. Sieht aus, als wäre der Liga das Zeug ausgegangen, mit dem sie die Züge getunt haben. Jetzt stellen sie größere Eskorten zusammen. Wir sollten also aufpassen. Ach du Scheiße. Wo sind meine WBFs hin? Nein! Heigen erschreckt! So, zwei WBFs wieder es. Was liegt also an? Dahin schicken. So, noch ein paar davon bauen. Sind die wieder langsamer, also das bedeutet weniger Gegenwehr. Ich warte. Ach du Scheiße! Elektrische Aktivitäten in dem Wrack. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wofür wir den ganzen Aufwand betrieben haben. Adjutant 2-3-46 online. System einsatzbereit. Neu-Gettysburg Verteidigungsinitiative. Zugangscode eingeben. Da brat mir doch einer einen Zerg. Ein alter Adjutant der Liga. Welche Daten könnten so wichtig sein, dass sie dich unbedingt wieder haben wollen? Was hätte ich dafür? Schließen Sie alle Missionsziele von Nico. Ach so. Jawoll. Das ist cool. Haben wir zwei Missionen geschafft. Das ist schön. Oh, wieder Brücke der Hyperion. Sir, der Adjutant, den wir ausgegraben haben, ist im Labor. Er ist jetzt fertig aufgeladen. Red mit mir, du alter Blecheimer. Was weißt du? Hals, Maul! Benutzer identifiziert. Raymond, James, Ex-Marschall, Kolonie Masara. Mitglied der Terroristengruppe Söhne von Kohan. Status kriminell. Genug von mir, Süße. Was schlummert sonst noch in deinem künstlichen Schädel? Benutzerstatus Krimineller. Zugriff verweigert. Du spielst also die Unnahbare, was? Wir werden ja sehen. Okay, 21 Minuten später. Oh, da sind wieder Nachrichten. Aber wir werden zuerst mit Tigis reden. Na, weg das Erinnerungen. Wieder einen Zug zu überfallen. Oh ja, wir haben den Shade Express damals bestimmt ein Dutzend Mal überfallen. Ah, das wurde nie langweilig. Einmal hätten sie uns fast erwischt, als sie dazugelernt hatten und anfingen, bewaffnete Eskorten mitzuschicken. Die hatten nie einen dabei, der mit dir und deinem Adler mithalten konnte, Jimmy. Aber das hat die ganze Sache noch lustiger gemacht. Wie du jedoch Marshall werden konntest nach all dem, was wir damals abgezogen haben, das werde ich nie begreifen. Da oben steht Tosh, der beobachtet das Ganze. Nachrichten. Meine Damen und Herren, jeden Abend präsentiere ich Ihnen die Nachrichten, so sachlich und fair wie nur irgend möglich. Heute Abend jedoch habe ich einen Kommentar vorbereitet. Man hat mich gefragt, wo genau der Unterschied zwischen unserem Anführer Imperator Mengst und dem Verräter Jim Rayner liegen.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass Mengsk in seiner Jugend auch gegen die Regierung rebellierte und die Macht durch Gewalt und subversive Taktiken an sich gerissen hat. Warum soll es dann falsch sein, wenn Jim Rayner in gleicher Weise vorgeht? Nun, es gibt da einen Unterschied. Als Imperator Mengsk seine Revolution entläutete, bestand keine Gefahr für die Existenz der gesamten Menschheit. James Rayner hingegen betreibt seine Rebellion, während wir uns mit zwei Alienvölkern im Krieg befinden. James Rayner, haben Sie denn kein Gewissen? Sollten jetzt nicht alle an einem Strang ziehen? Stellen Sie Ihre nichtigen Probleme hinten an, während die Menschheit gegen diese Alienbedrohung um ihr Überleben kämpft. Alle haben Sie was zum Meckern. Also eins frage ich mich. Das ist ja, also Pressefreiheit wird ja da anscheinend nicht sehr hoch geschrieben. Aber der Typ müsste sich doch eigentlich mal an die Stirn klatschen und sich fragen, wie Mengs die Bevölkerung behandelt und noch nicht mal irgendwie da ein paar Truppen zu einem Planeten hinschickt, um mal zu gucken, ob da noch Zerg sind oder nicht. Das muss alles der Rayner machen. Der beschützt nämlich eigentlich die ganze Galaxie vor den Zergs, eigentlich. Und verhaut die Liga nebenbei. Ich habe nach einem Verschlüsselungsexperten gesucht, um auf den geborgenen Adjutanten zugreifen zu können. Kein Glück bis jetzt. Colonel Orlan in Deadman's Port kann alles knacken. War schon lange nicht mehr dort. Sag mal, beim letzten Besuch hattest du doch am Ende plötzlich einen Ehering am Finger. Ich hab's Ihnen schon mal gesagt. Ich hätte nie bei dem Kartenspiel mitgemacht, wenn ich gewusst hätte, was der Preis ist. Ach, wenn Lebende wieder zusammenkommen, raubt es mir immer den Atem. Na. Jetzt gehen wir noch ins Labor. Mal gucken, was die zu Jim, quatschen hat. Lass mich dir helfen. Was ist wirklich auf Tasonis passiert? Was immer es war, ich kann sehen, wie es dich innerlich auffrisst. Tasonis. Dort hat alles angefangen. Mengsk hat einen Psi-Emitter von der Konföderation gestohlen und dort eingesetzt. Er hat gewusst, dass er die Zerg anlocken würde und unsere Revolution hat genau an diesem Tag begonnen. Dem Tag, an dem Mengsk einen ganzen Planeten ausgerottet und es dann Gerechtigkeit genannt hat. Mein Gott, Milliarden unschuldiger Menschen. Das ist einfach nur bestialisch. Kein Wunder, dass du ihn so sehr hasst. Ja, das ist schon erstaunlich. Oh, da ist weiter gewachsen, das Teil. Das Teil feuert sich immer weiter. Sie hat keinen neuralen Kortex entwickelt, zeigt jedoch eindeutig motorische Funktionen. Sie gibt mehr Hitze ab, als sie jemals in diesem Tank absorbieren könnte. Cool. Ich verstehe langsam, warum Zerg sich so gut... was? Eingraben können. Sehr ausgeklügelt. Ah, sie verfügen über Milliarden kleiner Muskeln, die auf niedrigen Frequenzen vibrieren, oder? Ja. Wodurch das Erdreich effektiv gelockert, Gestein zermahlen und Vegetation zerstückelt wird. Sie können durch den Boden schwimmen. Das ist zwar nicht so schnell wie laufen, aber es fehlt nicht viel. Ich sehe auch schon einen Weg, wie wir dieses Wissen sinnvoll einsetzen können. Ah, schön. Und wir haben natürlich Zerforschung erhält. Yay! Da nehmen wir natürlich... Ey, auch schon wieder dumm. Ist mir gerade meine Maus abgeschmiert. Scheint so. Mir ist gerade die Maus abgeschmiert. Na toll. Ja, okay. Aber wir können ja manuell da wieder raus. So. Funktioniert sie jetzt? Nee, funktioniert immer noch nicht. F10. Okay, Leute. Da mir meine Maus gerade abgeschmiert ist, denke ich mal, wir beenden hier den Part, weil ohne Maus kann ich nicht spielen. Scheiß Maus. Okay. Ich sag da mal, ciao, bis zum nächsten Mal, Leute, bei Let's Play StarCraft 2. Ciao. Ciao, ciao, ciao. F1.